Heute sind wir in Texas unterwegs und was passt richtig gut zu Balcones? Genau, CC Top. Los geht's nach dem Intro, Kinners. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Wir sind heute in den USA und wir haben Celebrity Whisky dabei. Und zwar von CC Top, den Tres Hombres. Ja, so sieht das Ding aus. CC Top, oh mein, guck, da muss auch scharf stellen hier. Ja, genau. CC Top, extrem geile Band. Ich mag die Lieder von denen. Ich finde die very, very nice. Leider noch nicht live gesehen. Muss ich irgendwann mal nachholen, wenn die überhaupt nochmal auf Tour kommen nach Deutschland. Ja, und die haben jetzt zusammen hier mit Balcones ein Whisky rausgebracht, den Tres Hombres. So, warum heißt der so? Ganz einfach, die haben während der Pandemie, haben die sich über Zoom quasi zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir machen? Und dann haben die von Balcones ein paar Vorschläge gemacht und am Ende sind sie darauf hin oder dazu gekommen, dass jeder von den Bandmitgliedern quasi, also ja, sich einen Stoff ausgesucht hat. Kann man, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber auf jeden Fall haben die drei verschiedene Getreidesorten genommen. Und zwar haben wir blauen Mais, wir haben gemälzte Gerste und wir haben Roggen. Und das ganze Zeug haben wir unabhängig voneinander 4 Jahre reifen lassen und dann quasi vermehlt. Also wir haben hier quasi ein Wetting, ja. Wurde dann quasi alles zusammengekippt. Und dann haben wir hier einen schönen Texas Whisky mit 50% abgefüllt. Ja, Balcones, kennen wir ja schon, oder zumindest wer regelmäßig meinen Kanal verfolgt, weiß, dass wir mit Balcones schon mal ein Vertical Tasting gemacht haben und das Zeug hat uns bis, glaube ich, auf eine Abfüllung, glaube ich, ganz gut gefallen. Ansonsten, ja, also der Rye war halt eine Katastrophe, lag vielleicht am Batch, ich weiß es nicht, der war aber extrem unlecker, würde ich jetzt mal so sagen. Ansonsten, wie gesagt, die Balcones-Abfüllung fand ich echt lecker und ich mag halt auch dieses Flaschendesign. Ne? Das ist halt diese so eine bullige Flasche und dann haben die hier oben noch dieses das Logo in Wachs noch drauf. Ne? Jetzt für die CC Top-Abfüllung ist das auch noch in Gold. Ne? Und weil ich natürlich ein bisschen schade finde bei dem Händler, wo ich die gekauft habe, also es gibt nur einen Händler in Deutschland, der die aktuell verkauft, das ist Urban Drinks. Und ja, da ist leider beim Verpacken, da war kein Papier, nichts drum. Die Flasche war so im Versandkarton drin. War leider ein bisschen das Etikett beschädigt. Na gut, das ist Heulen auf hohem Niveau. Ich meckere ja nicht. Von daher alles cool. Was ich übrigens sehr überraschend finde, ist, dass es eine 750ml Flasche, weil ich weiß ja, oder wer zum Beispiel den Kanal von Whisky Jason ein bisschen verfolgt, der weiß, dass Jason ja für N10 Bourbons Whisky oder Bourbon importiert, ja. Und der muss immer die 750ml Dinger überkleben. Weil da darf man nicht in den Handel bringen, so in Deutschland. Also finde ich sehr spannend, ob die da eine extra Genehmigung haben oder nicht. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr interessant, warum Jason das machen muss und die das nicht machen müssen. Naja, nichtsdestotrotz will ich jetzt natürlich bei diesem Whisky mal die Nase reinhalten, mal gucken, was wir so ein Glas haben. Also los geht's. Der riecht sehr staubig. Der riecht nach Maisfeld, wenn das gerade abgeerntet wird. Habt ihr euch schon mal an so einem heißen Sommertag, wenn der Mähdrescher kommt und das Maisfeld aberntet? Stellt euch mal daneben und zieht mal ein bisschen Luft ein. Dann so dieser Geruch, du hast so einen leichten Staub in der Nase mit diesem gehäckselten Mais, der da so gerade abgetragen wird. Dazu kriege ich so eine schöne Holznote, so richtig schöner, dunkler, brauner Kandis. Richtig schön gerösteter Kandis, so ein schöner Tee-Kandis, ne? So ein bisschen, das ist ja karamellisierter Kandis quasi. Na, so in die Richtung geht das. Ich könnte schwören, ich habe doch irgendwas mit Kirsche. So irgendwie so in die Richtung Moncherie oder sowas. Also wirklich, also so eine Süße bringt der noch mit, wo ich denke, könnte Schokolade sein, könnte aber auch irgendwie war so ein Barrel Char, irgendwas geröstetes Röstaromen sein. Finde ich gerade schwer einzusortieren, aber hauptsächlich finde ich, riecht es einfach nach gehäckseltem Mais, nach braunem Kandis, richtig schöner, dunkel gerösteter Kandis. Und der hat so einen ganz leichten, wie gesagt, Röstaromen-Schokoladen-Moment.
Und der kriegt halt eine schöne Holznote hinten raus. Also mir gefällt das so. Ist schön, nice. Das ist so ein Whisky, wo ich wieder sage, der passt richtig zu einem schönen, heißen Sommertag. Da ist der genau richtig für. Naja, hilft ja nichts. Müssen wir mal probieren, was die alten Männer da abgefüllt haben. Ne? Also, cheers, Skinners. Der ist richtig geil. Boah, der schmeckt richtig, richtig gut. Der schmeckt wie flüssige Toblerone. Flüssige Toblerone mit Popcorn. Wahnsinn, echt. Also der ist ja vor allen Dingen diese 50%, die sind ja so hervorragend eingebunden. Du hast so einen ganz leichten, so einen ganz dezenten Ingwer-Moment, dass du denkst so, du hast gerade so ein bisschen so ein Stück Ingwer über deine Zunge gerieben, so ein bisschen, ne? Aber richtig süßes Zeug. Süß, schön Mais, schön Popcorn, dieser Honig-Schokoladen-Moment von Toblerone. Aber wirklich, als wenn die das flüssig gemacht hätten und haben da Popcorn reingeschmissen. Und dann noch so eine ganz leichte Holzwürze mit dabei, aber total nice, also nicht übertrieben oder so. Das passt richtig, richtig gut zusammen. Das ist ein richtig süffiges Zeug, Leute, richtig süffig. Aber auch richtig süffig teuer. 99 Euro, ne? Boah, muss ich nochmal ein Stück probieren hier. Boah. Vor allen Dingen, der belegt auch richtig den Mundraum, ne? Also der ist richtig so mundraumfüllend. Oh, jetzt ich kriege noch so einen ganz leichten Zitrusabrieb, würde ich sagen. So kurz vom Abgang kriegst du, also du merkst halt schon, der Alkohol schiebt jetzt so ein bisschen, ne? Aber der ist wirklich top eingebunden. Und dann kriegst du noch so ein bisschen frische Zitrone abgerieben. Richtig nice, Leute. Also das ist richtig krasses Zeug. Boah. Da würde ich ja schon fast sagen, da muss man ja nochmal eine Flasche von besorgen. Also ich habe jetzt übrigens, ich möchte schon mal sagen, welches Batch ich hier habe. Nicht, dass wir uns da nachher verdüddeln. Ich habe hier Batch ZZ22-1, 26.04.2022. Ja, mehr kann man da nicht sehen. Also Leute, extrem geiles Zeug. Sehr lecker, sehr süffig, schmeckt mir richtig, richtig gut. Der kommt auf meine Liste. Da gibt es noch eine Flasche für den Private Stock. Muss leider nochmal einen Schluck probieren. Boah. 5 Daumen hoch, Leute. Absolute Kaufempfehlung. Richtig, richtig geil. Die Frage ist natürlich jetzt nur, bin ich der Maßstab für Bourbon, Texas, Rye oder sonst irgendwas? Texas Whiskey, Rye oder sonst irgendwelche Abfüllungen aus den USA? Ich würde sagen nein, aber ich finde, der schmeckt mir extrem, extrem gut. Ich fuchse mich ja gerade bei US-Whiskey nach und nach rein. Es ist immer noch, mein Lieblingsbourbon ist immer noch New Riff Single Barrel. Habe ich meine Buddel immer hier. Richtig leckeres Zeug, aber das Zeug hier, wow, das ist richtig gut. Richtig geile Celebrity-Abfüllung, muss man einfach sagen, wenn der nicht nur so übertrieben teuer wäre. Ich finde 99 Euro finde ich echt teuer dafür, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist echt das Einzige, was mich abhält. Also ey, so 60 Euro würde ich eine Kiste bestellen, glaube ich. Wahnsinnig gutes Zeug, echt. Ja, wenn ihr die Abfüllung selber schon mal im Glas hattet, schreibt sie gerne in die Kommentare, wie ihr den so fandet. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja, toller Whisky. ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der ist einfach zu nice.
Gefällt mir richtig, richtig gut einfach. Naja, wenn ihr Bock habt, meinen Kanal zu supporten, dann könnt ihr das gerne tun bei Patreon, bei Ko-fi, also bei me, Dram heißt das, ja. Da könnt ihr mir quasi virtuell einen Whisky ausgeben. Oder natürlich hier bei YouTube unter den Kanalmitgliedschaften. Würde mich sehr freuen, euch da ab, ja, demnächst mal in der Community begrüßen zu dürfen. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.